Schocker im heutigen Tagtäglich. Der Tagtäglich ist wieder da. Das ist Berlin, das ist GigaTech. Ich bin damit Tagtäglich vom 3.4. Jahr. Große Überraschung. Nach Krankheit mehreren Tagen, Paris mehreren Tagen und Ostern mehreren Tagen sind wir heute endlich wieder zurück. Ich weiß, einige von euch finden das ganz scheiße. So zumindest aus den Kommentaren unter dem letzten Tagtäglich auf YouTube abzulesen. Aber ist halt so. Müsst ihr mit leben, beziehungsweise könnt ihr jetzt auch abschalten, wenn euch das alles wahnsinnig auf die Nerven geht. Ihr seht übrigens, ich habe hier das hier stehen lassen, die Redaktion hat sich hier nach Ostern oder vor Ostern schon schön Osterhasen kommen lassen und schon richtig hier geschlemmt. Also wir haben richtig Ostern gefeiert. Ich hoffe, ihr habt das auch getan, konntet euch erholen und habt ordentlich in die Schokohasen gebissen. Wir schauen mal in die Tech-Themen. Da ist tatsächlich, fangen wir an mit einem Thema, das jetzt schon ein wenig zurückliegt, weil wir chronologisch hier vorgehen wollen. Und zwar war ja vorgestern, 1. April, traditionell weltweit ein Tag, an dem man sich ein Scherzchen erlaubt. Auch Giga hat einen Scherzartikel gepostet, ne, dass die GEZ jetzt auch für Smartphone Geld haben will. Ich habe gelesen und dachte, Alter, was geht denn jetzt? Und dann erst geschnallt, ja, das ist offensichtlich ein April-Scherz von uns selber. Habe ich mich selber verarscht. Das war ein Scherz. Elon Musk hat gedacht, ich mache auch mal einen April-Scherz. Hat aber, glaube ich, nicht ganz mit den Konsequenzen gerechnet. Und zwar hat er ein Foto gepostet, wo er, so als ob er gerade total verkatert wäre oder so, mit so einem Schild an so einem Tesla liegt und da steht Bankrupt. Also nicht Bankrupt, sondern Bankrupt steht da drauf. Und er wollte damit sagen, ey Leute, tut mir leid, läuft alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Teslas pleite. Schöner Scherz, hat leider dazu geführt, dass die Tesla-Aktie prompt um 8% verloren hat. Ich glaube, das war nicht so gedacht von ihm. Ich weiß gar nicht, ob die sich inzwischen wieder erholt hat. Aber das dürfte so von ihm nicht angedacht gewesen sein. Bei uns ist besser, weil unser Appellscherz hat nur dafür gesorgt, dass die GZ-Aktie massiv verloren hat. Und das ist ja eigentlich eine gute Sache, oder? Nee, GZ hat natürlich gar keine Aktien. Das ist keine Aktiengesellschaft, die GZ. Ich bin der Costolani von Giga. Die GZ gibt es ja auch seit Jahren nicht mehr. Die gibt es gar nicht mehr? Nee. Achso, wie heißt das jetzt? Anstalt. Ah ja. Okay. Ja, klar, dass sie keine Aktien haben. Ausgeben. Gut, Quatsch beiseite. Wir schauen mal ins Apple-Ressort und da könnte es einen ganz krassen Paradigmenwechsel geben bei Apple in Bezug auf die Macs. Beziehungsweise so krass gar nicht, weil hatten wir vor 15 Jahren schon mal so ähnlich. Und zwar vor 15 Jahren hat Apple gesagt, so jetzt ist Schluss hier mit was? PowerPC und irgendwie unseren Prozessor. Wir gehen jetzt zu Intel. Völlig überraschend für damals, ausgerechnet zu Intel dann. Und seitdem hat man mit Intel-Prozessoren in den MacBooks gearbeitet und in den Macs gearbeitet. Und jetzt, 2020, könnte damit wieder Schluss sein und man geht wieder auf ARM-Chips zurück. Und zwar scheint der Hintergrund zu sein, dass diese ARM-Chips, die zum Beispiel in den iPad Pros sind, inzwischen so gut sind, dass sie jetzt nicht mehr so viel langsamer sind als ein Intel-CPU. Und man dementsprechend sagt, ja gut, dann machen wir das halt, bauen wir die halt wieder rein. Und dann will man auch gleichzeitig auf Universal-Apps gehen. Das heißt, man will die ganzen Applikationen eigentlich zwischen iPad, zwischen iOS und macOS hin und her wabern lassen. Ist an sich eine gute Sache. Universal-Apps hat Windows ja auch, also Microsoft ja auch ein bisschen gemacht und probiert. Hatte jetzt nicht so den durchschlagenden Erfolg. Aber okay, also das steht jetzt bei Apple an prompt. Auch da die Aktie von Intel massiv gefallen heute Nacht. So, das war unser kurzer Blick ins Giga-Apple-Ressort. Da könnt ihr die Meldung auch nochmal nachlesen. Wenn ihr sagt, nö, so ein MacBook kommt mir gar nicht ins Haus, ich will was genauso aussieht, aber aus China kommt, dann könnt ihr euch das Xiaomi Mi Notebook Pro in unserem Test anschauen. Wir haben das mal ausprobiert. Das ist ja ein Gerät, das, also das, was es sein möchte, damit nicht verhehlt. Es sieht schon hart aus, soll schon hart aussehen wie ein MacBook. Ist deutlich günstiger, hat auch ein bisschen andere Technik drin und kann man im Moment nur importieren. Also es gibt in Deutschland gibt es das nicht offiziell. Und der Kollege Peter hat das mal richtig rundum getestet, weist auch darauf hin, was es für Probleme gibt bei einem Gerät, das nicht für den deutschen Markt vorgesehen ist, allein schon bei der Tastatur. Die
entsprechend umgestellt bzw. teilweise sogar mit Aufklebern verändert werden muss, damit eben solche Sachen wie Umlaute da drauf sind und so und die Buchstaben ja auch teilweise an anderen Positionen sind. Fällt aber unterm Strich dann trotzdem ein ganz versöhnliches Fazit. Ich kann es ja schon mal insoweit sagen, 71%, den ganzen Test kann ich natürlich nicht wiedergeben, 71%, das ist ein ordentlicher Wert, wenn man denn bereit ist, die Arbeitsschritte, die eben nötig sind, das Gerät auf den Gebrauch in Deutschland anzupassen, zu tun. Und wenn einem natürlich auch klar ist, dass etwaige Garantiefälle oder Probleme zwar nicht unbedingt über China abgeklärt werden müssen, aber mit dem deutschen Importeur dann irgendwie, ist natürlich alles jetzt nicht so vertrauenerweckend wie, weiß ich nicht, wenn man das Gerät direkt bei Apple kauft oder sowas. Aber auch da kann man Ärger haben, wenn man irgendwie ein technisches Problem hat. Also lest euch das im Detail durch, dann wisst ihr, ob das Xiaomi Mi Notebook Pro eventuell eine Alternative zu den, ich sag mal, etablierten Laptop-Herstellern ist. Das könnt ihr unter giga.de/windows tun. Im Android-Ressort haben wir mal vier aktuelle Geräte. Drei aktuelle Geräte in Sachen Videoaufnahmefunktion gegeneinander gepitcht. Und zwar das Galaxy S9, das Galaxy S8, das iPhone X und das Pixel 2. Wir hatten das neulich schon mal mit den Fotoqualitäten gemacht, jetzt eben uns explizit nochmal die Videoqualitäten angeguckt. Leider war das Huawei P20 Pro noch nicht dabei. Deswegen war ich ja letzte Woche in Paris. Da habe ich auch ein paar tolle Fotos mitgemacht. Richtig gute Kamera, diese Triple-Kamera. Also zumindest auf den ersten Blick. Wir testen das jetzt hier gerade. In diesem Artikel waren eben nur die vier genannten Geräte dabei. Es gibt auch schon ein Fazit. Und das sagt eigentlich, dass alles in allem ist das Galaxy S9 in Sachen Videoaufnahme von den vier genannten Kontestanten das Beste. Warum das so ist und wie sich zum Beispiel das Pixel 2 oder das iPhone X schlagen in diesem Test, lest ihr unter giga.de/android. Und dann eins habe ich noch, auch aus dem Android-Ressort. WhatsApp wird eine neue Funktion erhalten, mit der der Umstieg oder der Wechsel der Handynummer deutlich einfacher ist. Bislang ist es ja so, ich merke, dass Frank kommt daran, dass Ben wie wild nervös anfängt, an seinem Zoom zu arbeiten. Der hat auch so ein nervöses Zucken da im Auge. Ja. Ich wollte nur fragen, darf ich mich jetzt an meinen Platz setzen oder laufe ich dann wieder durch? Nö, das sind die Leute, das mögen die Leute ja auch. Die hassen uns sowieso, die Leute. Also mich vor allem in letzter Zeit. Weil ich auch viel mir die Nase putze im Tag täglich. Ja. Nee, mach. Also kannst auch gerne hierbleiben. Ich dachte, du schneuzt jetzt. Nee. Was ist das denn hier? Schleichwerbung oder wie? Nein, das ist doch von gar keiner Firma. Steht da eine Firma drauf? Habe ich gar nicht gesehen. Frohe Ostern, ist doch keine Firma. Also, das Feature, das in WhatsApp kommt, ist sozusagen eine automatische Benachrichtigungsfunktion an entweder alle eure Kontakte oder bestimmte Kontakte, dass ihr jetzt eine neue Mobilfunknummer habt. Also wenn ihr dann die SIM-Karte wechselt und aber euren WhatsApp-Account über, du sollst näher rankommen, übernehmt, dann müsst ihr nicht mehr alle Kontakte, die ihr darüber informieren wollt, dass ihr eine neue Nummer habt, einzeln anschreiben, sondern ihr könnt einfach sagen, hier die und dann geht so eine Auto-WhatsApp-Nachricht raus. Praktisch, oder, Frank? Kann man doch den Account direkt ummappen. Gleich. Ja. Aber das oder so. Ich finde das tatsächlich gar nicht so cool, dass es halt nicht accountgebunden ist, sondern Telefonnummern gebunden, weil die Leute wechseln einfach auch mal ihre Nummern. Ja, das scheint sich ja aber gerade zu ändern. Das ist ja ein erster Schritt, dass man sagt, hey, wir sind da nicht mehr so. Na gut. So, normalerweise kämen jetzt die Zuschauerkommentare. Allerdings waren die bestimmt aus gutem Grund unter dem letzten Tag täglich nicht sehr freundlich, weswegen ich mich schwer tue, hier Kommentare vorzulesen. Also, einer hat sich beschwert, 80% Selbstinszenierung und 20% Informationen. Abo beendet, trotzdem gute Besserung. Ja, willkommen bei TechTäglich. Endet versöhnlich. Und willkommen beim TechTäglich Krötenrennen. Ach, natürlich 80% Selbstinszenierung. Was, Krötenrennen? Heißt der User, Krötenrennen. Ach so. Ja. Dann hat Gary S. gefragt, und zwar durchaus auch zu Recht, warum wir denn unser kleines Video aus Paris von der Präsentation des P20 Pro über Facebook Live und nicht über YouTube Live gemacht haben. Auf der einen Seite beschwören wir hier auch das Ende von Facebook oder geben zumindest das weiter, was mancher als Ende von Facebook beschwört. Auf der anderen Seite machen wir das dann auf Facebook Live. Kann ich dir ganz einfach erklären. Wir erreichen auf Facebook sehr viel mehr Leute als auf YouTube. Wir haben auf YouTube ja ordentliche 65.000 Abonnenten. Es ist jetzt nicht so wenig, aber viel weniger, als wir auf Facebook haben, oder? Aber wir erreichen natürlich viel mehr Leute, wenn jetzt alle auf Abonnieren klicken und danach diese Glocke aktivieren. Severin hat einen sehr richtigen Punkt genannt. Wir können das ändern und das bei der nächsten Huawei-Präsentation dann auch YouTube live machen, wenn ihr jetzt alle und alle eure Kumpels und Freundinnen sagt, bitte diesen Kanal abonnieren
Und wenn wir dann nächstes Jahr 120.000 Abonnenten haben auf YouTube, dann machen wir natürlich die Videos über YouTube live, oder, Frank? Würde ich sagen, ja, genau. Also alles. 100.000 ist die Grenze. Dann machen wir auch, wir schreiben auch keine, wir veröffentlichen keine Artikel mehr auf Giga, sondern wir lesen alle Artikel auf YouTube vor. Da. Ab dann. Das machen wir. Also jetzt bitte mal alle hier auf Abonnieren klicken und 80% Selbstdarstellung. Auch die, die beim letzten Tech täglich wieder. Oh, ich muss gleich, ich werde gerade gleich abgeholt. Ich muss gleich in ein Meeting. Oder was? Nö, wir sind eigentlich auch schon durch. Viele haben mir hier gute Besserung gewünscht. Oh. Und mit Nasenschnodder hatte ich heute auch wieder dabei. Und ich glaube, das war's. Ach, einer fand noch gut, dass ich habe mich über das Nasenspray, das ich beim letzten Mal benutzt habe, lustig gemacht und meinte, das ist ja geniales Anti-Product-Placement, weil ich habe es echt runtergemacht. Und er meinte, wir können ja ab jetzt Geld von Firmen dafür nehmen, dass sie nicht vorkommen. Tech-Tech ist eigentlich eine sehr gute Idee. Schutzgeld quasi. Ja, das gibt's aber schon tatsächlich mit Tanzverbot. Ach, der macht das auch schon. Gut. Ja, wir kommen für alles zu spät, Frank. In diesem Sinne, schönen Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder in Tech-Tech. Bis dann. Tschüss.